Die Hauptdarsteller unserer Geschichte sind Franz und Georg, genannt Jörg Steiner, denen im Jahre 1909 eine wahre Meisterleistung gelungen ist. Doch bevor wir von dieser Meisterleistung, einem Jahrhundertereignis, berichten, möchten wir Ihnen die zwei noch etwas näher vorstellen. Franz und Jörg Steiner sind in der heutigen Lodenwalke in Ramsau-Rössing geboren und aufgewachsen. Der Vater, Johann Steiner, war ein Bergführer der ersten Generation, dem die Erstbesteigung der großen Bischofsmütze mit dem Ramsauer Johann Schrempf am 28. Juni 1879 gelang. Später bekam Johann Steiner vom österreichischen Alpenverein Sektion Austria sogar den Auftrag, eine Kletterroute durch die Dachstein-Südwand zu finden. Mit seinem Bergkameraden Schrempf gelangte er bereits bis zum sogenannten Dachel. Franz Steiner wurde am 29. September 1884 in Ramsau geboren und starb am 29. März 1965 in Mandling. Franz, dessen Ruf als Bergführer kaum geringer war als der des Irk, war mehr für die Lodenwalkerei in Rössing, der Geburtsstätte, zu begeistern als sein jüngerer Bruder. Als gelernter Lodenwalker zog er bereits 1910 von Ramsau nach Mandling. Dort übernahm er von seiner Tante, der Schwester des Ramsauer Lodenwalkers Zacharias Walcher, in Ramsau-Rössing die 1888 gegründete Alte Lodenstampfe. In Mandling begegnete Franz Steiner seiner späteren Frau Maria, einer gebürtigen Lungauerin, die ihm mit Willi, sein späterer Nachfolger, Franz, Ernie, Gretel und Trude 5 Kinder schenkte. Franz Steiner, der ältere der legendären Steiner Brüder, lieferte der schreibenden Zunft mit seinem soliden Lebenswandel wenig Stoff. Er baute die Lodenwalke in Mandling zu einem florierenden Betrieb aus und stieg sogar zum Kommerzialrat auf. Heute besteht Lodensteiner bereits in 5. Generation. Georg bzw. Jörg Steiner wurde am 25. Februar 1888 in der Ramsau geboren und starb am 20. Oktober 1972 in Gosau. Um den Steiner Jörg, in seinem Taufschein steht Georg, ranken sich viele Anekdoten und Geschichten. Zahlreiche davon ließen das Klischee vom urigen Kraftdackel entstehen, der tagsüber die Berge und nächtens die Sennerinnen besteigt. Jörg war ein Freigeist, die Arbeit interessierte ihn weniger. Er war Kletterer, Bergführer und Bergretter. Noch mit 50 Jahren gelangen ihm aufsehenerregende neue Routen, zum Beispiel der Südwandtrichter der großen Bischofsmütze, eine Route, die im Inneren des Berges durch Schlüfe, Kamine und Eisgrotten in die Höhe führt. Er war ein Erfinder. Als begeisterter Skiläufer experimentierte er an einer Aufstiegshilfe. Dazu kerbte er Vertiefungen in die Lauffläche, die beim Aufstieg Halt gaben, in der Talfahrt aber nicht störten. Der Schuppenbelag von Langlaufskiern ist heute die moderne Version, eine seiner Erfindungen, welche nie ein Patentamt beschäftigten. Außerdem war Jörg ein Wilderer, Abenteurer und Naturbursch. Was die beiden ungleichen Brüder am meisten verband, war ihre Leidenschaft, das Bergsteigen. Am Morgen des 22. September 1909 stehen Franz und Jörg mit einem kühnen und doch klaren Vorhaben auf. Sie wollen auf direktem Weg durch die Dachstein-Südwand. Sie wollen es auf jener Route, die ihr Vater, ein hervorragender Kletterer und der Erstbesteiger der Bischofsmütze, genau 30 Jahre zuvor ausgeforscht, jedoch nie ausprobiert hat. Sie wollen dieses sein Vorhaben zu Ende führen, obwohl er ihnen die Kletterei verboten hatte. Aber es floss schließlich Steinerblut in ihren Adern durch ihre vor Kraft strotzenden Körper. Der Vater erlebte dieses Ereignis allerdings nicht mehr. Er starb 2 Jahre zuvor. Aber es war nicht so, dass die beiden einfach zum Wandfuß aufstiegen und sagten: Jetzt gehen wir los. Denn eine ganze Generation von verdienten Bergführern hat schon lange vor ihnen eine Durchsteigungsmöglichkeit gesucht, jedoch vergeblich. Deshalb beobachteten die beiden die Südwand immer genau. Vor allem, wenn es schneite, hielten sie Ausschau nach Bändern, Rissen, Platten, an denen der Schnee liegen blieb, die eine Durchsteigung ermöglichte.
Der frühe Septemberschnee im Jahr 1909 wies ihnen dann einen Weg. Franz ist 25, sein Bruder Irk 4 Jahre jünger und beide sind zu gefragten Bergführern herangewachsen. Irk hat den unteren Teil der Wand schon ausgekundschaftet, Franz von oben her. Doch allein in der nahezu glatten Wand, ohne Halt, an einer Unterbrechungsstelle, das wird nichts, weiß Irk, der es alleine versuchen wollte. Jemand muss ihn sichern, und das kann nur der Bruder, Freund und Lehrmeister sein. Franz wird eingeweiht, ist begeistert. Sie brechen in der Morgendämmerung von der Austria-Hütte auf, weihen nur wenige in ihr Vorhaben ein. Da es noch keinen Bergrettungsdienst gab, wussten sie, dass sie auf sich alleine gestellt waren. Der ältere Bruder Hans, der ebenfalls Bergführer war, sagte: Helfen kann ich euch nicht, aber einen Gnadenschuss kann ich euch geben. Er war ein guter Schütze und das war höhere Bruderliebe. Die Sonne taucht den Dachsteingipfel in das erste Leuchten des Tages. Drüben die Firne der hohen Tauern gleißen und glitzern im jungen Licht des kristallklaren Morgens. Schweigend, wie gefroren, ragt die Wand aus dem Schatten des Kares empor zum sonnigen Gipfel. Schweigend stehen auch die Steinerbuben vor dem Einstieg. Da beginnt Irk zu jodeln. Nicht hell und angriffslustig, sondern einen weihevollen, getragenen, uralten Jodler. Franz steigt im Tenor ein. Sie schicken den Aualmer, einem Gebet gleich, in die Wand, die ihn nicht abstößt, sondern ihren Schall aufnimmt. In Gottes Namen, gehen wir's an! Der erdachte Weg sollte sie unmittelbar zum Gipfel führen. Die alten Schuhfletschen ließen sie beim Einstieg zurück und zogen Kletterbatschen mit Hanfsohlen an. Bis zum später sogenannten Steinerband gingen sie seilfrei. Als einzige Hilfsmittel hatten sie ein Hanfseil und einen Stiegelstecken mit, einen ca. 2 Meter langen Haselnussstock, mit dem Franz den Vorsteiger Irk an den Überhängern der Felsen bzw. bei der Unterbrechungsstelle an die Wand drücken sollte. Sie kommen gut und zügig voran, als ein Unheil naht. In dem Augenblick, als Irk am gefährlichsten Punkt ist, kommt von oben ein schwerer Steinschlag. Irk reißt den Rucksack über den Kopf und Franz drückt mit seiner ganzen Kraft den Irk an die Wand. Das Unheil geht vorbei und der Gipfelsieg ist nahe. Oben bei der Quelle pflanzten sie den Stock mit ihren Taschentüchern behangen auf, zum Zeichen für die Austria-Hütte, von wo aus sie mit dem Fernrohr beobachtet wurden, dass sie aus dem Gröbsten heraußen waren. Nach Überwindung des Schluchtenüberhanges, den Franz als erster erstieg, zog ein langes Band in die Gipfelfalllinie. Vom Gipfel des Dachsteins spähten Dachsteinpfarrer Pilz aus Hallstatt und der Bergführerreferent der Steiermark, Franco Fasold, in die Tiefe. Bergführer Binder inspizierte auf dem Bauch liegend die Südwand, da sie sich die Töne, die da zu ihnen heraufdrangen, nicht erklären konnten. Da kämen wohl zwei Teufelnaufer! Als dann die Köpfe der Steinerbuben auftauchten, war die Überraschung und Freude riesengroß. Um 10 Uhr vormittags, nach gut 4 Stunden, standen sie am Gipfel des hohen Dachsteins. Der Abstieg erfolgte gemeinsam mit den anderen nach Hallstatt. Auf der Heimfahrt, die in Bad Aussee unterbrochen worden war,
schickte Franz an die ÖAV-Sektion Austria ein Telegramm, das in Wien großes Aufsehen erregte. Trotzige Dachstein-Südwand gebändigt, Franz und Georg Steiner. Es war ein Meilenstein in der Bergsteigergeschichte und eine Extremtour in den Alpen, als die Steiner-Brüder 1909 als erste einen Weg durch den zentralen Teil der Dachstein-Südwand fanden. Die Schlüsselstelle ist das nach ihnen benannte Steinerband, eine Unterbrechungsstelle, die nur noch Griffe für die Hände bot. Die Südwand, mit ihren knapp 1000 Metern nahezu senkrecht abfallenden Felsen, gehört zu den imposantesten Wänden in Österreich, wenn nicht der Welt. Und wer die Südwand kennt, fragt sich zu Recht, wie eine Besteigung vor 100 Jahren, ohne besondere Ausrüstung, ohne moderne Aufstiegshilfen, nur mit der reinen Muskelkraft zweier Bergburschen möglich war.